Besondere Spiele, besondere Maßnahmen. Geballte Frauenpower bei Victoria 89 durch Julia Dorni. Die Welt- und Europameisterin im Mixed Martial Arts sorgt vor dem DFB-Pokalkracher gegen Arminia Bielefeld für Abwechslung im Training des Regionalligisten. Ich finde es wichtig, dass wir uns im Sport auch gegenseitig unterstützen und einfach auch mal, dass die Jungs sehen, wie es in anderen Sportarten so zugeht. Und ich glaube, dass sie natürlich auch viel mitnehmen können von einer Individualsportlerin, von einem Kampfsport. Und letztlich ist ja auch Fußball irgendwo ein Wettkampfsport. Und deswegen fand ich, dass das gut gepasst hat. Im Vorgespräch berichtet die Kampfsportlerin über ihre Herangehensweise an Wettkämpfe. Anschließend bekommen die Spieler zu spüren, was in der 29-Jährigen schlummert. Ja, war auch ein bisschen erstaunlich, wie viel Kraft auch dahinter steckt. Ja, sicherlich auch jahrelange Arbeit. Gut ab, ich glaube, jetzt von uns würden nicht viele lange im Ring stehen, wenn Julia jetzt ernst machen würde. Proaktive Maßnahmen vor dem ersten Highlight der Saison. Für den Verein Victoria 89 bietet sich eine große Chance. Sportlich, wirtschaftlich, aber vor allem in der Repräsentation nach außen. Die größte Chance, die der Verein hat in der Wahrnehmung. Ich glaube, da haben wir jetzt in den letzten Wochen extrem viel versucht zu spielen, um einfach in der Wahrnehmung Reichweite zu erzielen, um den Verein halt nach vorne zu bringen. Arminia Bielefeld. Nicht das ganz große Los wie der FC Bayern oder Borussia Dortmund, aber der Zweitligist hat Ambitionen, wieder um den Aufstieg in die Bundesliga mitzuspielen. Zudem ist es nicht der Saisonauftakt für Bielefeld, auch die Zweitligasaison läuft bereits seit 2 Wochen. Victoria zeigte im Testspiel gegen Erzgebirge Aue trotz 1:3 Niederlage bereits, dass man gegen Zweitligisten wettbewerbsfähig ist. Dementsprechend mutig wollen die Himmelblauen auftreten. Gegen den Gegner, der höherklassig ist, aufs 0-0 zu spielen und zu hoffen, mit einer Aktion fällt die Kirsche vorne rein, das geht dann sowieso meistens in die Hose. Du bekommst deine Momente gegen jeden Club, wenn du mutig bist, wenn du daneben halt nach einer Balleroberung auch wirklich nach vorne denkst und nicht auf Sicherheit gehst, sondern wirklich auch Fußball spielen möchtest. Benedetto Musicato, seit Beginn der Saison der neue Coach bei den Himmelblauen. Er bevorzugt das Spiel mit dem Ball und setzt auf einen Mix aus jungen Talenten und gestandenen Spielern. Seine Jungs sollen die Atmosphäre im Spiel gegen Bielefeld aufsaugen. Ich glaube auch nicht, dass jetzt die meisten meiner Jungs irgendwie dann hyper nervös sein werden, vor so einem Publikum zu spielen. Ich glaube, wir haben einige, die das schon kennen. Und es ist ja auch dann eher motivierend, weil es halt Berliner sind. Musicato, der die Trainer-A-Lizenz besitzt, ist ein akribischer Arbeiter, der auch im Erfolgsfall gegen Bielefeld zuerst an den Fußball denkt. Ich wäre dann wahrscheinlich so, dass ich trotzdem darüber nachdenken würde, was nicht gut lief und mich dann halt auch schon auf das Training am Sonntag freuen würde. Genießen könnte der Mann aus Bremerhaven einen Sieg gegen Bielefeld trotzdem und das hat womöglich auch ein wenig mit dem Wechsel nach Berlin zu tun. Um ehrlich zu sein, trinke ich Bier erst seit ein paar Wochen. Ich habe vorher in meinem Leben keinen Alkohol getrunken und jetzt kommt man so ein bisschen auf den Geschmack, dass man vielleicht auch mit dem Trainerteam dann sitzt und das dann tut. Und das werden wir sicherlich dann auch machen, aber es wird keine Eskalation. Also wir werden dann nicht so tun, als wenn es das Sonntagmorgen-Training nicht gibt. Das wird es nicht geben. Victoria Berlin geht selbstbewusst in das womöglich größte Spiel der Vereinsgeschichte. Das Ziel ist klar. Gewinnen. Wie? Ist dann vielen am Ende egal? Klingt ja ähnlich wie das Motto bei Mixed Martial Arts. Es wäre auf jeden Fall eine kleine Sensation in der ersten DFB-Pokalrunde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.